Heute war ja der Schulstart, also Sie sind pünktlich zum Schulstart wieder ins Amt zurückgekehrt. Jetzt ist es so, dass in Zukunft sollen auch Infizierte in die Schule dürfen, wenn es den Gesundheitszustand zulässt. Es gab ja da ein paar verwirrende Aussagen vom Bildungsminister Martin Polaschek. Aber wie sehen Sie es? Ist es sinnvoll, dass auch Infizierte in die Schule dürfen oder sogar müssen? Und es wirft eher die Frage auf, wie man mit der Corona-Situation insgesamt umgeht. Und das ist ja für uns nicht neu. Da sind wir 2 Jahre schon in der Pandemiebekämpfung. Und jetzt ist die Frage, wie geht es insgesamt weiter? Ich glaube, dass es gut ist, wenn man die Schule nicht extra behandelt, sondern sagt, sie ist ein Teil unserer Gesellschaft und es stehen ihnen die gleichen Regeln zu, wie eigentlich in der Gesamtgesellschaft auch zustehen. Es macht übrigens auch keinen großen Sinn, jetzt dort groß zu unterscheiden. Und meine Meinung dazu kennt man. Wir haben ja zuletzt auch in einer Modellregion einmal sehr darum gekämpft, dass wir auch lernen, mit diesem Virus umzugehen, dass wir Lockdowns verhindern. Wir haben schwierige vergangene Zeiten hinter uns, auf die wir hoffentlich nicht mehr zusteuern müssen. Also wenn es nach mir geht, dann bleibt es auch dabei. Die Regeln sind möglichst abzubauen, wo immer es möglich ist und nicht wieder aufzubauen. Wenn es einmal notwendig würde, eine Maske zu tragen, wird sich, glaube ich, niemand von uns ernsthaft dagegen wehren. Aber insgesamt nimmt der Virus ja auch einen Verlauf und eine Entwicklung, die es, glaube ich, erlaubt zu sagen, wir beginnen damit zu leben, wir beginnen damit umzugehen, wir haben gelernt, es auch zu bekämpfen, wir haben Systeme, die wir relativ rasch auch wieder einsetzen können. Also das ist schon eine ganz andere Situation, wie sie jetzt im vergangenen Herbst war oder auch ein Jahr zuvor. In diesen 2 Jahren kommt ja auch der Lernfaktor dazu und das Virus selbst hat dann Gefährlichkeit einiges verloren. Aber wie immer, man weiß nicht, was auf uns wirklich zukommt, welche Mutationen da sind. Aber insgesamt würde ich sagen, wir sollten da jetzt nicht ängstlich draufschauen, die Schule nicht extra behandeln, wissen, dass wir da um Kinder und Jugendliche reden, die es ohnehin verdienen, dass sie gleich behandelt werden und auf die auch besonders geschaut werden muss. Ich bin jetzt mit dem jetzigen Zustand eigentlich recht zufrieden. Hat man von Bundesseite genug gemacht? Auch Stichwort Aerosole, Lüftungssysteme für Schulen, über die hat man jetzt die letzten 1,5 Jahre herum diskutiert. Meinen Sie, dass es ausreichen wird, wenn man ordentlich lüftet, vor allem im Winter? Dann kriegen wir auch die 19 Grad, wo man in öffentlichen Gebäuden ja benötigt. Hat man von Bundesseite genug gemacht aus Ihrer Sicht? Also ich kann jetzt da keine Fehler erkennen in dem Moment. Mir ist noch einmal gesagt, wichtig, dass wir eine Gleichbehandlung machen, dass wir die Schulen nicht extra anders behandeln wie andere öffentliche Einrichtungen und dass wir die Schülerinnen und Schüler als Teil unserer Gesellschaft sehen, auch die Pädagogen natürlich für bestmögliche auch Sicherheit sorgen. Das liegt in der Natur der Sache. Ja, und man kann in einem Schulgebäude, in einer Klasse natürlich, wenn es möglich ist, auch zwischendurch ordentlich lüften und ein paar andere Regeln einhalten. Also wenn man da den Hausverstand nicht völlig ausschaltet, dann kann man jetzt auch damit umgehen.